Right. Also etwas hat die Hütte, denke ich, gut gemacht. Bei manchen Sachen draußen ist es ein bisschen wieder für ihn etwas Neues. Aber drin hat er sich wirklich beruhigt, weil er da einfach Ruhe hat. Ja? Da sind noch 1 Meter Wände. Das heißt, man kann nichts hören rein. Nein. Nein. Du kannst dir vorstellen, dass er in 5 Stunden oder sowas bei dir am Schoß steht. Ja, so war das bei mir. Dann habe ich ihn, ihn gleich auf den Schoß genommen und auf mich hat er fast gar nicht gebellt, wenn er zu mir gekommen ist. Nichtsdestotrotz bleibt seine Erregung bei. Ja. Erstmal in Kontakt, wenn man ihn nicht entsprechend führt oder die Aufmerksamkeit bei ihm hat. Ne? Nicht rein, warte, ich stopp's hier rein. Ja, ja. Aber sonst haben wir auch ganz viel, also zu mir und jetzt zum Platz trainiert. Ja. Und da funktioniert das auch super mit Leckerschen, auch ohne. Also ja. Weil ich hatte ihn da die Möglichkeit, auf 25 Meter Schnappseil zu haben. Ja? Das heißt, er konnte sich sozusagen fast die ganze Zeit frei bewegen. Und da hat er auch ganz gut gehört. Bis jetzt selbstverständlich im Hirsch oder im Rier.